Und das sind wir auch schon bei der neuen Pokémon-Bewertung. Dieses Mal nehme ich das Pokémon Praktibalk unter die Lupe, damit wir endlich alle Pokémon haben, die man in den Höhlen finden konnte. Ja, erneut relativ interessante Entwicklungslinie, genauso wie die von Kiesling bzw. Nebulak. Und es hat schon, man sieht, relativ guten Angriff und Verteidigung. Erinnert ebenfalls an Kiesling. Aber Level 25 entwickelt es sich dann zum ersten Mal zu Strepoli. Dort sieht man, dass der Angriff dann doch leicht Übergewicht hat. Und so ist es auch am Ende. Ein absolut krasser Angriff von 140. Soweit ich weiß, hat nur die Angriffsform von Deoxys einen höheren Angriff. Also das ist schon sehr, sehr krass. Verteidigung ist okay und ja, dann natürlich der gewohnte Abfall und die Init ist auch nicht so schnell. Erinnert ein wenig an Gengar, Simsala, die ähnliche Statuswerte haben, ähnliche Entwicklungsformen. Wobei Simsala dann ein bisschen mehr ins Extremere geht, aber na gut, lassen wir diese komischen Vergleiche jetzt. Ja, seine Fähigkeiten. Adrenalin ist relativ interessant, denn wenn er jetzt ein Statusproblem erleidet, dann erhöht sich sein Angriff um 50%. In diesem Fall sollte man ihn mit einem Toxic Orb spielen, falls man Adrenalin verwenden möchte. Ansonsten täte ich eher zu anderen Methoden raten. Eher zu Überreste als Item, aber ja, wenn man ihn so spielt, kann Toxic Orb ganz gut sein. Flammenorb täte ich dann wiederum nicht nehmen, weil dann ist der Angriffswert nur normal und nimmt trotzdem Schaden. Aber Toxic Orb macht ihn dann saustark. Bei Rohe Gewalt wird der Zusatzeffekt blockiert von einer Attacke. Zum Beispiel, wenn er jetzt, was weiß ich, Icy Bind setzt, das hat, keine Ahnung, 30% Chance auf Einfrieren, das stimmt jetzt nicht, glaube ich, aber ja, nehmen wir einfach an, dann hat es keine Chance auf Einfrieren, aber der Angriff wird um 30% verstärkt. Jedoch am besten ist eine verstärkte Fähigkeit, Eisenfaust. Jede Attacke, die mit der Faust ausgeführt wird, wird um 20% verstärkt. Und deswegen ist es auf jeden Fall auch meine Empfehlung, ihm die verstärkte Fähigkeit Eisenfaust zu geben. Dazu noch das Wesen Hart, damit sein richtig krasser Angriff nochmal erhöht wird. Was anderes täte ich da jetzt nicht unbedingt vorschlagen. Gut, die Verteidigung kann man noch ein bisschen pushen. Aber bei ihm ist wirklich um Angriff. Init ist nicht mehr zu retten. Daher, Leute, nehmt Hart. Und was ihr auf jeden Fall als Attacke nehmen solltet, ist Ableithieb. Das kann natürlich in Verbund mit Überreste sehr, sehr böse werden. Ableithieb kann es in Seit Schwarz und Weiß mit einem Move-Tüte erlernen. Da zieht es dann wieder nochmal ordentlich was ab. Also das ist richtig cool. Dazu noch Eishieb. Erneut eine Hieb-Attacke, also mit der Faust, wird ihm auch 20% verstärkt werden. Und da kann man sich auch so, wenn man macht Gegenstoß, hat insgesamt 100 Stärke, weil er wahrscheinlich zuletzt angreifen wird. Oder eben Tempo-Hieb. Das greift dann schnell an, zuerst an und hat dann auch 20% Verstärkung. Das würden wir sogar empfehlen. Ja, zwei Kampfattacken. Aber beide geben so einen unterschiedlichen Nutzen, dass es wiederum sehr gut ist. Und noch zusätzlich Protzer, damit es sich nochmal verstärken kann. Also wenn man diese Kombination nimmt, Überreste, Ableithieb, Eishieb, Tempui, Protzer und als Fähigkeit Eisenfaust, dann ist das ein sehr, sehr mächtiges Pokémon, das einem auf jeden Fall richtig gut verhelfen kann. Natürlich, das Problem bei ihm ist die Init und es kann sein, dass man, wenn man ihn jetzt mit der Psychokinese oder so trifft, töten kann. Diese Gefahr ist nie ausgeschlossen. Aber dennoch kann man schon einen ordentlichen Hit mit ihm landen. Man kann auch alternativ statt Überreste den Fokusgurt nehmen und dann auf Ableithieb hoffen, dass man da möglichst viel zurückkriegt. Das kann man auch machen, aber so wie ich es zuerst vorgeschlagen habe, täte ich auf jeden Fall dieses Pokémon spielen. Das sind wir wieder bei der weißen Pokémon-Edition. Und ich danke euch, dass ihr mir hier eure Aufmerksamkeit schenkt. Ja, es wird Zeit, dass wir uns nun der Route 4 annehmen. Und ich würde zunächst die Mechaniken von dem Sand überhaupt erstmal erklären. Also, das ist erst das zweite Mal, dass es wirklich eine Wüste gibt. In der dritten Generation, muss man fairerweise dazu sagen. In Sinnoh gab es zwar eine, die aber mit ganz anderen Mechaniken funktioniert hat. Die war relativ klein. Und dort gab es Gras, in dem Pokémon aufgetaucht sind. Nicht so wie hier unterschiedliches Sand. Aber es war sowohl in Höhlen als auch hier der gleiche Fall. Bestimmte Sandstellen sind ungefährlich. Dort tauchen keine wilden Pokémon auf.
Das sind hier die helleren und bestimmte, sind mehr in Anführungszeichen gefährlich. Dort tauchen wilde Pokémon auf. Das sind hier die dunkleren. Man kann auch durch mit dem Fahrrad durch die dunklen hindurchfahren, sollte man noch dazu erwähnen. Quatsch, sorry. Weil es dann stecken bleibt. Also das sind jetzt so erstmal die wichtigsten Sachen, die es dazu wissen gibt. Das kann ich euch ja mal demonstrieren. Also hier passiert schon mal nichts. So, und wenn ich jetzt mit dem Fahrrad hier reingehe, dann fahre ich es sehr langsam. Auf den normalen Stand kann ich hingegen fahren. Also nur, dass euch der Unterschied mal bewusst ist und ihr da mal einen Einblick gekriegt habt. So. Dieser Ort ist doch genauso unverändert wie in Pokémon Schwarz und Weiß. Hier ist nichts Besonderes hinter. Jetzt haben wir auch Zauberwasser, also ja. Wir kriegen alle Verstärkungsseite bis relativ nah an Stratos City dran. Daher, die Wahl, die ich getroffen habe, war nicht so wichtig. Also als es hieß, welchen Starter-Pokémon wir hatten. Aber gut. So. Muss ich jetzt aussuchen, welches man am frühesten wollte. So. Jetzt kommen wir hier wieder ein bisschen zum Thema zurück. Das Thema, mit dem ich mich vor allem beschäftigen möchte, ist eben die Veränderung, die hier in Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 ist. Weil ich muss ehrlich sagen, ich spiele ja gerade, wie gesagt, Schwarz 2 nebenher privat. Und da sind die Änderungen doch relativ signifikant. Man kann zwar nach hier hinten hin, aber zum Beispiel dieser Vorplatz mit der Wüste, den wir gerade betreten haben, den es auch in Pokémon Schwarz-Weiß gab, der ist komplett weggefallen. Und ihr werdet auch sehen, die Besiedlung sieht ganz anders aus. Die Besiedlung geht von oben nach unten. Heißt, Scheiße, was ist denn jetzt? Diagonal, senkrecht, während die Ruinen waagrecht verlaufen. Also ich versuche das so wenig wie möglich schon vorwegzunehmen. Aber es ist doch wirklich sehr, sehr erstaunlich, was sie das im Ort gemacht haben. Und ich finde, das können sie ruhig öfters machen. Und ich habe einfach bei Game Freak so ein bisschen Angst immer, weil sie dazu tendieren, gute Sachen, die sie haben, wieder abzuschaffen. Beispielsweise, als sie in Kristall mit der Bewegungsanimation angefangen haben. Als die Pokémon animieren und bewegen, die beiden Rubinstapel wieder weg. Feuerrot, Blackrune auch, die kam erstens Smaragd wieder gut. Dann haben sie es gecheckt und haben sie drin gelassen. Aber das war auch ein Ding. Warum tun wir das wieder weg? Oder andere Sachen. Genau, zum Beispiel der gute Beutel ist Diamond, Pearl und Platin. Richtig schön übersichtlich. Gut, was wirklich blöd war, war von oben nach unten zu scoren. Das war beschissen. Da muss ich den Kritikern zustimmen. Aber in Hot Gods und Silver, dass nur noch 4 auf einer Seite angezeigt werden, das hat mich so an Tablet-PC-mäßig erinnert, fand ich nicht so gut. Hier ist es, ja, es geht, aber ja, sieht es auch nicht so schön aus. Aber gut, der Nutzen ist jetzt letztendlich besser, aber jetzt muss ich kurz unterbrechen. Ich habe dich bereits erwartet. Was hast du? Möchtest du wissen, was sich hinter mir befindet? Das sind keine Felsen, nein, sondern mehrere Pokémon namens Castellith. Aufgepasst. Mit diesem von mir entwickelten Apparat werde ich die Pokémon stimulieren und in Schwarz-Weiß sind es übrigens auch Castellith, die den Weg blockieren. Hä? Oh, damn! Schon eine Scheiße, Mann. Die Castellith. Ob sie hier vielleicht völlig erschöpft unter dem Gewicht der Felsen auf ihren Rücken zusammengebrochen sind? Nun ja. Team Plasma hat proklamiert, dass wir das Potenzial der Pokémon anerkennen und sie freilassen müssen. Doch diese Meinung kann ich nicht teilen. Ich finde, es ist an uns Menschen, den Pokémon zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Na bitte. Ach, ja übrigens, ich habe dich ja noch gar nicht nach deinem Namen gefragt. Caleb, verstehe, das merke ich mir. Da will ich mal sehen, ob du einen Trainer bist, der das volle Potenzial der Pokémon zum Vorschein bringen kann. Also ihr seht schon, das war der Grund, dass er uns beobachtet hat. Er ist scheinbar gegen Team Plasma und möchte uns, gut, ob er uns helfen möchte, wissen wir noch nicht. Aber auf jeden Fall scheint er irgendwas gegen Team Plasma zu planen. Vielleicht könnten wir ihm bei seinen Plänen helfen. Wer weiß. Das habe ich ein klitzekleines Problem, denn Magnetino ist draußen. Und den zu besiegen wird mit Evoserp sehr, sehr schwierig. Deswegen habe ich jetzt erstmal Egelsamen eingesetzt. Ja gut. Allgemein sollte ich vielleicht wirklich wechseln, denke ich mir. Gut, ich wechsle, okay. Ja. Scheint mir vernünftig zu Pepino. Da zwar jetzt relativ hohe Level, aber dennoch.
ist hier die besser, der bessere Weg. Oh Gott, mag, ja gut, das wird kaum Schaden machen, ja. Au. Und Egelsamen. Jetzt muss ich mich übrigens beeilen, denn Egelsamen wird jetzt nicht mehr so lange wirken, nachdem das Pokémon, das praktisch der Ursprung vom Egelsamen ist, ausgetauscht hat. Aber gut, hat gepasst. Ja, aber welche Titel kann man nie wissen. Gute Verteidigung. Und ja, gut. Immer noch Remorlas Level erreicht. Autsch. Ja, hier werde ich mich relativ viel auf Magnetilo verlassen. Die wollen jetzt nur noch das Level haben, weil natürlich im Sandsturm der tobt, ist mein Sinon immun gegen. Deswegen ruht da meine Hoffnung auf ihn. Hat natürlich ein bisschen ein Problem, die Pokémon zu treffen. Also sehr effektiv zu treffen, aber schaffe schon irgendwie. Na klar, genau wie die Arenaleiter der verschiedenen Orte, oder die Top 4 und der Champ der Pokémon-Liga, setzt du das volle Potenzial der Pokémon frei, indem du immer gut zu ihnen bist. Diese Eigenschaft habt ihr also alle gemeinsam, nicht wahr? Ich bin dir wirklich sehr dankbar, nimm es als Zeichen meiner Anerkennung. Okay, also irgendwie wirkt er auch ein bisschen strange, wie so ein Fremdkörper. Es ist so frustrierend, weil wir doch nur mit dem Pokémon reden könnten, um ihr Potenzial auszuschöpfen. Aber so ein Trainer gibt es auf der Welt nicht. Doch, N. Also dann, Caleb, man sieht sich. Jedenfalls der einzige Mensch, der bekennt, der mit den Pokémon regelt. Habt ihr es gesehen? Das war ein leichter Bug, da hat man die Kasteliten noch im Hintergrund gesehen. Da waren sie plötzlich weg. Lol. Okay, ich werde jetzt tatsächlich zu Sinon wechseln und sie das hier, oder ihn, oder S das hier machen lassen. Das ist eher ein S. Und wirklich, Leute, glaubt mir, das sieht ganz anders aus als hier ein Pokémon Schwarz. Da geht sie einfach gerade hoch. Und gut, da kommt man hier schon nach hinten. Ja, aber wirklich, ein riesiger Unterschied. Das fällt einem jetzt wirklich erst auf, wenn man das so parallel mitsorgt. Boah. Okay, Popelstück, das ist sehr gut. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Da gibt es einen sehr, sehr guten Move-Tour dafür. Und jetzt gibt ihr wieder Move-Tour. Und dann seht ihr, wie das hier aussieht. Die Ruinen, die ausgebuddelt werden. Hier, bitte. Hör dir bitte mal an, wie ich Pokémon-Ruf imitiere. Okay. Aufgepasst, sie haben jetzt den Ruf eines deiner Pokémon nach. Das war Fukano. Das war Fukano. Bingo! Die Rufe, die du ständig hörst, erkennst du natürlich. Danke, dass du mitgemacht hast. Es ist zwar nichts Besonderes, aber hier, das ist für dich. Ja, wir halten euch einen Pokewegel. Den gab es übrigens in Pokémon Schwarz 2 nicht. Also probiert es nochmal aus. Ja, das ist jetzt billig. Okay. Ich wollte jetzt gucken, ob man da Pokewegel farmen kann. Auch wenn es ein ziemlich schlechtes Item ist. Aber gut, ich glaube, man kann so 500 verkaufen. Also, das wäre nicht mal so eine schlechte Adresse gewesen. Verdammt, wo ist das Item? Also genau. Ich blende euch jetzt mal mein Dings. Mein Item war da eins. So sieht das aus. Zeigt ihr mir an, wo ich hin muss. Und dann, wenn ich vor einem Item stehe und draufstehe, dann macht er es so. Also nur, dass ihr das auch mal gesehen habt. Ich werde das jetzt nicht immer einblenden. So. Hi. Und ja, ein Trainer. Also, ja. An sich kann ich jetzt aber natürlich nicht genau reproduzieren, was hier in Pokémon Schwarz 2 anders ist. Also, man geht halt in Räume rein. Also ihr müsst euch so vorstellen, eine ziemlich breite Straße, die von oben nach unten verläuft, nur mit Häusern. Es gibt einen kleinen Flüchtigkeitsweg, wo man nach hinten kommt, wo an weiteren Häusern gebaut wird. Werden wir bestimmt auch noch hinkommen. Und natürlich am Anfang kann man da zu dieser kurzen Wasserstelle hin. Da ist auch die, der Pokémon-Ranger, der Pokémon-Leader, gegen den man öfters kämpfen kann, ist direkt am Eingang. Und wenn man dann die unterschiedlichen Häuser betritt, kann man da mehr sich mit Leuten unterhalten, als dass man kämpft. Aber wie gesagt, ist jetzt schwierig zu rekonstruieren. Müsst ihr euch mal ein anderes Display anschauen, zum Beispiel von Domi. Der macht ja gerade Pokémon Schwarz 2. Da könnt ihr ja mal in den Part reinschauen, wo er an diesem Ort war. Und es mal vergleichen, ist sehr, sehr interessant. Sich diese Unterschiede wirklich mal anzuschauen. Und natürlich hat man das auch gemacht, weil man, ja, nicht nur für die Sammler, sondern auch für die normalen Spieler, sag ich mal, einen Anreiz geben wollte, beide Editionen zu kaufen. Weil bisher war es ja so, viele hatten nur eine. Und letztendlich waren es dann die Freaks, die Sammler wie ich, die sich beide geholt haben. Einfach. Ja, aus dem folgenden Grund. Wenn man einmal ein Spiel durchgespielt hat, und zwar richtig durchgespielt hat, da ist Pokémon Liga durch, den Pokédex auch vollständig, noch nie mehr Sachen gemacht hat, jedes Gebiet erkundet, dann, ja,
will man natürlich nicht den Spielstand löschen. Das ist natürlich völlig menschlich in diesem Fall, sag ich mal fast schon. Dass man da auf seinen Spielstand Acht gibt. Und das ist der Grund, da kann man halt eine Parallelspiele ein neues Spiel starten. Und natürlich, als Sammler ist es sowieso Pflicht. Aber hier hat man nun wirklich, ja, unterschiedliche Spielstile. Na gut, man muss dazu sagen, bei Rubin und Saphir war es damals mit den unterschiedlichen Teams sogar fast noch ein Tick mehr in der Regel. Das hat Diamant und Pearl dann tatsächlich abgebaut. Man hätte das, gerade mit den unterschiedlichen Teams in Rubin und Saphir, wirklich noch mehr ausbauen können. Und vielleicht, falls es ein Remake geben sollte, wird man das auch tun. Weil gerade wo wir bei der Möglichkeit von einem Höhen-Remake sind, sehe ich ein großes Problem. Überlegt mal. Gut, ich gucke jetzt erstmal, ob ich die Zeit überhaupt habe, darüber zu reden. Okay, habe ich. Also überlegt mal. In Rubin war Team Magma das Böse, das Guano befreien wollte. Team Magma hat gegen sie gekämpft. In Saphir war Team Aqua das Böse, oder das böse Team, das die Welt überfluten wollte, und Team Magma hat gegen sie gearbeitet. Und in Pokémon Sprat waren beide die Bösen, haben sie gegenseitig kaputt gemacht, haben beide befreit und dann kam Rayquaza und hat den Streit beendet. So. Dann haben wir aber ein ganz, ganz großes Problem, wie ich es hier finde. Denn Remakes erschienen bisher immer in zwei Editionen-Paaren. Gut, nicht, dass Game Freak nicht mittlerweile bereit wäre, Traditionen zu brechen. Oh Gott, da hat Flexibilität, okay. Gut, das kam jetzt unerwartet. Auf jeden Fall, ja. Erschien bisher immer in zwei Editionspaaren. So, bei Hot Gold Silver konnte man es noch machen. Da war bei Kristall der einzige Unterschied, dass Suicune eben kein rennendes Pokémon war. Das konnte man dann gut integrieren. Aber wie will man das bei Smaragd machen? Überlegt es euch mal. Es sind drei komplett unterschiedliche Spiele mit komplett unterschiedlichen Stories. Und wie will man das wirklich wirksam in zwei Spiele packen? Ich weiß nicht, es fällt mir schwer, aber müssten wir beiden auch noch irgendwie, wenn man die Physische Smaragd dazu haben will, müssen wir beiden noch versuchen, Rayquaza zu integrieren. Aber das ist wirklich schwierig, dann ist halt die Frage, lässt man in beiden Spielen beide Teams böse sein? Dann würde halt die Flexibilität wieder runtergehen, die man davor hatte. Also, der Unterschied wäre dann praktisch noch niedriger, als es in Saphir und Rubin der Fall war und das in dem Remake. Oder behält man nur die Physios aus Rubin Saphir bei, lässt die aus Smart aber außen vor, da würden dann natürlich viele sauer werden, weil die Story in Smaragd schon sehr cool war, wie sie das alles gewendet hat und so weiter. Also das ist ein Problem. Das andere Problem ist natürlich der plötzliche Champ-Wechsel von Troy auf Vasili. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ein Hot Gold und Silver Troy angibt, Champion der Höhenregion zu sein. Also das war in Smaragd auch sehr, sehr komisch. Und da merkt man einfach, Smaragd, also Rubin Saphir Smaragd war so individuell wie bisher kein anderes Spiel. Sogar individuell als Pokémon Schwarz und Weiß, denn die unterscheiden sich nur von Dings. Oh Gott, hier gibt es ja echt richtig viele Trainer. Also das war ein Schwarz 2 definitiv anders. Es sei denn, ich kann nicht zu dem Gebiet hinten raus. Das war natürlich eine Möglichkeit. Also auf jeden Fall ganz anders platziert. Aber ja, das hier ist von der Story gleich. Sowohl Pokémon Schwarz 2 als auch Pokémon Weiß 2 und auch Pokémon Schwarz Pokémon Weiß. Aber bei der dritten Generation war wirklich auch die Story, gerade durch die unterschiedlichen Teams, unterschiedlich. Zum Beispiel wollte Team Magma den Vulkan zum Ausbruch bringen, damit die Lava verhärtet und dadurch Land entsteht, und Team Aqua wollte den Vulkan abkühlen, damit Ich weiß nicht genau, wie es zwischen die Erklärung war. Auf jeden Fall sollte es dadurch viel regnen. Sag mir so, ich weiß es echt nicht mehr. Aber ja, und da gab es einfach ganz unterschiedliche Ansätze, und dann kam auch noch Smaragd dazu, das nochmal individueller war. Und ich meine, jedes Spiel lässt sich relativ einfach mit seiner Spezialedition irgendwie verknüpfen. Gut, seit man die Übertrios hat, ist es ein bisschen schwieriger. Also auch Diamond Pearl würde ein bisschen schwieriger werden, weil man da ja in Perl eben Palkia hat, in Dings Diamant Dialga und in Platin Giratina. Und Hot Gold und Silver, das war einfach nur Ho und Lumia, und da
Suicune, der war da mehr oder weniger außen vor, den konnte man da relativ gut drin integrieren. Deswegen mein Wort zum Sonntag. Ich glaube, ein Remake wäre schwer realisierbar und sollte es kommen, bin ich gespannt, wie Game Freak das umsetzt. Nun gut, Leute. Wenn ihr was gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht Daumen runter. Im nächsten Part machen wir hier dann weiter bei der Erkundung. Der rote 4, bis dann.